Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wie sehr ich Tiramisu liebe. Natürlich den klassischen. Und diese Variante schmeckt auch unglaublich gut. Ich habe jetzt perfekt für den Sommer ein Zitronen-Tiramisu zubereitet. Den müsst ihr einfach ausprobieren. Dafür habe ich erstmal die Creme zubereitet. Die besteht aus Mascarpone sowie griechischem Joghurt, Quark, Schlagsahne, Vanilleextrakt, Paradiescremepulver in Zitronengeschmack, Sahnesteif, Zucker, dann noch Zitronenschalenabrieb und Saft. Und hierfür werden einfach alle Zutaten miteinander cremig aufgeschlagen. Verwendet hierbei wirklich eiskalte Zutaten, denn so bekommt ihr das beste Ergebnis raus. Des Weiteren benötigen wir dann noch zum Tränken der Löffelbiskuits Fanta, und zwar die Variante Lemon. Leute, schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und genau, die Löffelbiskuits werden einfach in die Fanta eingetunkt und dann in die Form als Boden zusammengelegt. Ihr könnt hierbei entweder eine sehr große Auflaufform oder eine Kuchenform verwenden oder zum Beispiel auch direkt einen Backrahmen oder natürlich zwei kleinere. Ich habe eine Variante, also die Hälfte sozusagen, in einer Auflaufform zubereitet und die andere Hälfte habe ich in einer Kastenkuchenform zubereitet, habe da aber nur den Rahmen verwendet. Nach der ersten Lage von den Löffelbiskuits kommt jetzt eine Lage von der Creme drauf. Benutze wirklich sehr viel Creme, also reichlich, und bestreiche das Ganze schön glatt. Und dann kommt eine weitere Lage von den Löffelbiskuits. Und je höher eure Form ist, desto mehr Lagen könnt ihr eigentlich machen. Ich habe jetzt bei dieser Form zwei Lagen gemacht, also jeweils zwei Lagen Löffelbiskuits und zwei Lagen Creme. Und bei der Kastenform ebenfalls zweilagig. Und genau, nachdem dieser Schritt quasi vollendet wurde, zeige ich euch, wie wir gleich fortfahren, denn wir bereiten auch eine leckere Soße zu. Für die Soße brauchen wir einmal diese Pulver, dann noch Fanta sowie Orangensaft. Dafür werden einfach alle drei Zutaten gut miteinander glatt gerührt. Das heißt, entweder mit dem Schneebesen oder zum Beispiel mit dem Handrührgerät, bis eine leichte, flüssige Konsistenz entsteht. Und dann kommt diese Soße auf die Cremeschicht drauf und wird schön glatt gestrichen. Und dann müsst ihr quasi das Tiramisu nur noch für 3 bis 4 Stunden kühl stellen und dann könnt ihr es auch schon anschneiden und servieren. Ich habe das Ganze dann noch mit frischen Minzeblättchen und Zitronenscheiben garniert. Und ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Und ich sag's euch, Leute, schmeckt wirklich unglaublich gut, liegt auch gar nicht so schwer im Magen und ist einfach das perfekte Sommerdessert jetzt für diese Jahreszeit. Das Rezept findet ihr in der Beschreibung.